Ah, okay, das ist die Gemo. Hier schon, was zu essen. Danke, Dad. Das Beste, was die Küche hergibt, ein Apfel. Oh yeah. So, wollen wir noch ein bisschen das Haus erkunden, oder? Wir können ja noch mal ein bisschen nachdenken. Zum Beispiel über seine Frau, dann wissen wir vielleicht, dass irgendwas passiert ist. Moment, lass mich noch kurz an die Uhr gucken. Wir haben es schon 5:30. Wir haben nicht so viel Zeit. Grace, genau. Grace hat Sean am Wochenende. Er scheint... Ich glaube, ich habe es aus Versehen abgebrochen. Es scheint ja so zu sein, als ob die sich echt geschieden haben und... Ja. Er hat anscheinend das Sorgerecht bekommen. Es wird dunkel. Okay, das ist... Was denn? Was ist denn jetzt das Problem? Ja, ich reg mich gerade ein bisschen über die Steuerung auf. Also, ich muss hier den linken Trigger gedrückt halten, die Taste drücken und dann darfst du wirklich nichts machen. Keine weitere Taste drücken, gar nichts. Nicht mal den Trigger loslassen. Sonst bricht es sofort ab. Alter, das ist... Nur mal zur Warnung gleich. Also Hausaufgaben. Sean hat noch keine Hausaufgaben gemacht. Ja, dafür ist ja noch Zeit, oder? Die Zeit verfliegt ja wie im Fluge, also... Ja, Hausaufgaben waren noch für... 18 Uhr. Ach, 18. Abendessen war erst 19 Uhr. Okay, na dann nerven wir ihn mal. Oder, ja. Können wir vorher nochmal auf Toilette gehen. Drei Viertel. Was ist das Viertel? Eine Abstellkammer. So, oder eine Speisekammer, irgendwie sowas. Was war das jetzt eben? Er scheint genießt zu haben, also er wird wohl ein bisschen erkältet sein. Na, das ist schon mal gut hier, die Wäsche. Was denn? Ein Teddybär. Ja. Jetzt müsste da noch irgendwie Jason draufstehen, weißt du? Um es ganz dramatisch zu machen. Moment, da geht's dann. So, Zeitung die Zeitung, ja. Wir sind doch ein gebildeter Mensch. Der Origami-Killer schlägt zurück. Nee, schlägt wieder zu, oder? Ja. Schlägt wieder zu. Genau, schlägt wieder zu, klar. Identifiziert. Die Polizei hat bestätigt, dass die Vorgehensweise auf den Omigari-Killer nicht schnell genug zu lesen sind. Tja. Krank könnten wir nochmal machen. Du kriegst bestimmt eine Erkältung. Ich schau mal, ob ich eine Medizin für dich finde. John, wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad, ich möchte jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Wir machen sie später, okay? Wir sind die Konsequenz. Ja. Komm, wir haben einen Zeitplan. Ich denke, wir sollten gleich damit anfangen, dann haben wir es aus dem Weg. Du willst doch nicht wie Jason nennen, deine ne? Tasche. So ja, trug mal sein Kind. Willst du denn wie Jason enden? Sean. Tut mir leid, ey, hier ist noch eine Uhr. Guck, du hast ihn extra schon 7 Minuten länger fernsehen lassen. Ja, wie schnell die Zeit vergeht. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. So, Kollege, wir brauchen bloß 2 Stühle. Gibt's? Obwohl, es sind 3, verdammt. Für Besuch oder was? So, dann warten wir mal, bis sich Klein Sean hinsetzt. Damit wir ihm schön bei den Hausaufgaben helfen können. Ja. Ich beobachte dich, Sean. Ich bin die ganze Zeit da und werde dir zusehen. Und manchmal dir auch helfen. Manchmal werde ich dich einfach nur ärgern, aber im Moment werde ich dir helfen. Was guckt er denn da überhaupt? Eine Zeichentrickserie. Das ist vielleicht der Moment, wo wir einfach weggehen sollen. Wenn wir ein böser Vater wären. Das ist der Moment, wo wir einfach weggehen sollten. Du bist ein Held, bist du. Tut mir leid, ja. Du bist der Held. Ja. Aber trotzdem lustig. Hey, wir wollen ja ein guter Vater sein. Aber du hättest vielleicht mal den Fernseher ausmachen können. Ja, sonst, wir können aber sonst nicht gucken. Oh, du bist der netteste Vater, den ich jemals gesehen habe. Ja, ich mache aber das Spaß. Du wirst deine Kinder Hausaufgaben machen, wenn du selber Fernsehen guckst. Ja, ich habe mich deswegen auch hier hingesetzt. Guck mal, wie cool das ist. Ja. Boom. Oh. Sean, beeil dich mal. Da kannst du einfach mal aufstehen und gucken. Meinst du, da passiert nicht irgendwas Blödes, so wie, ey, du sollst doch mal mir helfen und so. Geh doch auf zur Toilette, dann kannst du das rechtfertigen. Mach den Fernseher aus. Dad, ich bin fertig. Kann ich jetzt Fernsehen? Nein. Ich mache ihn jetzt aus, Kollege. Okay, ich versuche ihn auszumachen. Wo ist denn hier der Ausschalter? Es gibt keinen Ausschalter, glaube ich. Erstmal drüber gucken. Mal sehen. Also das Haus hast du falsch gezeichnet. Ziemlich gut. Das Architekt. Dann bist du fertig. Na, geh schon. Gut. So, dann sollten wir uns ums Abendbrot kümmern, oder? Ich bin Thomasen. Wahrscheinlich ist es gleich 19 Uhr. Noch ein bisschen Zeit ist noch. Ja, 15 Minuten. Ist natürlich auch die Frage, ob wir das 19 Uhr machen sollen oder ob das bis 19 Uhr fertig sein soll. Haben wir aber auch immer einen Blick, den Kollegen. Er hat sein eigenes Haus, oder? Moment.
Sieht so aus, ja. Da haben wir auch noch was. Noch eine Zeitung? Oder Bilder? Ja, Bilder. Was ist denn da abgelichtet? Ah ne, Post. Alles klar. Ja, Werbung. Mhm. Zum Beispiel Personal irgendetwas. Sie dürfen nun bei der NSA spionieren. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie. Sie weinten und flehten, doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Na super. Da schreibt wohl gerne jemand Geschichten. Hat ja bloß noch eins. Hm. Und der wird sich freuen. Hm. Erstmal hier so einen fetten Drohbrief bekommen. Ja. Abendessen. Es ist Essenszeit. Ja, Medizin. Ich mache lieber für Sean etwas. Stimmt eigentlich. Medizin. Ich glaube, es gibt keine Angst. Sind Medikamente. Badezimmerschrank. Badezimmerschrank. Abendessen machen wir für den Kleinen. Ja, klar. Aber hier ist das Badezimmer, dann können wir einfach mal irgendwo gucken. Ne, das scheint wohl einfach nur die Toilette zu sein. Das Badezimmer ist bestimmt oben. Ja, wir besorgen einfach mal das Essen und dann gucken wir weiter. Ja, die Medizin gibt es dann nach dem Essen. Ich würde gerne den Kühlschrank öffnen, aber scheint nicht zu gehen. Guck mal, ob du... Vielleicht solltest du Sean erst fragen, ob er Abendessen essen will. Ja. Abendessen. Möchtest du dein Abendessen? Oh ja, ich habe großen Hunger. Gut, ich schau mal, was ich finde. Ich rufe dich, wenn es soweit ist. Gut. Die Medizin sollten wir aber vielleicht doch irgendwie organisieren. Ja, das kann man ja nach dem Essen mal noch machen. Ja, also wir haben Pizza. Pizza oder irgendwas mit Chicken. Ein Roasted Chicken, das muss er bestimmt auch erstmal richtig basteln. Richtig, also ich weiß nicht. Ich glaube, am einfachsten wäre halt die Pizza zu machen. Glaube ich auch. Die Pizza von gestern. Die übrig geblieben ist. Hat er wahrscheinlich so aus verschiedenen Stücken zusammengebaut. Es gibt heute Pepperoni, Käse, Hawaii, Schinken, Hawaii, Thunfisch, Pizza, Brokkoli und Spinat. Pizza. Moment, da hinten ist der Ofen. Oder vielleicht auch einfach nur Fett in die Mikrowelle. Ja, okay, dann hätte das Schinken hätte bestimmt den Ofen benötigt. Ja. Ist aber auch natürlich sehr cool. Wir sind ein verantwortungsvoller Vater. Ja. So, die Pizza. Schon essen fertig. Schon! Das Essen ist fertig. Schön vorsichtig. Schneide die Pizza! Ja, ich versuch's ja schon. Ich schneide schon aggressiver. Das scheint echt die Pizza von gestern zu sein. Das ist keine Tiefkühlpizza. Du kannst kommen, Sean. Essen ist fertig. Ich finde das irgendwie cool. Stell dir einfach mal BAM Pizza auf den Tisch. Pizzastück. Vor allem nur eins, ne? Und stell die Pizza einfach weg. Ja. Aber wir sollten ein bisschen da bleiben, oder? Ich weiß nicht, du könntest ja die Medizin suchen gehen. Das stimmt, aber nee, ist auch scheiße, wenn man sein Kind da alleine essen lässt. Das ist auf jeden Fall voll mies, das ist richtig. Wir können da auch nicht mit ihm reden. Okay, ich stehe auf. Boah. Ja. Badezimmer ist bestimmt oben. Ja. Du schaffst das schon, Sean. Du bist ein großer Junge. Aber man merkt auch so langsam, die Atmosphäre ist irgendwie... Atmosphärisch? Ja. Ich versuche ja schon da lang zu gehen, aber. Ich sag ja gar nichts. Ich komme irgendwie nicht da. Haben wir euch das Gefühl, dass deine Frau das ganze Geld gekriegt hat? Die wohnen bestimmt noch in dem Haus. Ja, bestimmt. Oder die haben das verkauft, könnte ich auch sagen. Ja. Das sieht gut aus. Ja, gleich hier erstmal Bingo und so. Er hat noch den gleichen Rasierer. Geh mal hin. Nee. Das war's nicht. Aber verkehrt ist es auch nicht. Ja, die Hände waschen ist immer gut. Das ist der links von uns, ja. Hm. Das sieht gut aus. Okay. Wo sind hier die harten Drogen? Wahrscheinlich erstmal ganz verantwortungslos offen gelassen. Ja, ist ja gut. Aber du machst doch in keinem Zimmer das Licht an. Ja, könnte ich machen. Dann lass ich es an, weißt du? So, jetzt haben wir das auch mal gemacht. Ich kann es ja nicht mal ausmachen. Na, fast. Hier. So, hoffentlich ist er fertig mit Essen. Dann gehst du mich jetzt und hat alles weggegessen.
Ich nehme jetzt Feldmedizin. Ja, liegt ja schon. Er hat sogar seinen Teller weggeräumt. Ich glaub's nicht. Du bist sehr toll. Du bist ein toller Sohn. Hier, nimm das. Das wird dir helfen. Hier, das sind gefährliche Amphetamine. Die werden dir helfen. So, wie wär's denn mal spielen. In der Schule? Wie läuft es in der Schule? Gut, spielen kann man ja dann noch immer noch. Wir können ja mal alles bestens, Dad. Standardantwort. Sollen wir vielleicht ein bisschen zusammen spielen? Ich würde lieber Fernsehen schauen. Ein Kind des 21. Jahrhunderts, erzogen vom Fernseher. Also, willst du ein bisschen reden? Worüber denn? Ja, über dich. Ja, über Jason und... Wie alles läuft. Es ist alles wie immer. Wie es aktuell mit dir läuft, sieht ja nicht so gut aus. Wir können uns ja nicht neben ihn setzen. Wir sind ja ein guter Vater. Vater. Hm. Sag mal, guckt er sich immer die gleichen Szenen an? Ja. Vielleicht. Ist schon interessant, was er da guckt. Ach, ich dachte schon, wäre eine Hitler-Doku. Nee. Im Zweifelsfall ist es immer eine Hitler-Doku. War das nicht mit Piraten? Schwulen Piraten? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob das so gut ist, was er da. Naja. Vielleicht sollte er ins Bett gehen. Ja. Spät haben wir es. Übrigens, es regnet draußen. Es ist schon 9:30, ab ins Bett mit dem Kleinen. Ja. Schon, komm. Es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben? No. Nein, du willst doch nicht wie Jason, ey. Schon. Er blieb immer so lange auf. Okay, ich gehe. Kommst du mit mir? Putz dir die Zähne und ab ins Bett. Ich komm hoch. Genau. Machst du ein wenig selbst aus dem Fernseher? Natürlich nicht, du kleines, faules Bein. Das muss der Daddy selber. Kannst ja noch den Apfel wegräumen, der da liegt. Ja. Nee. Oder auch nicht. Geht gut. Nicht. Wenn es nicht geht, dann ist es ja okay. Hat er überhaupt was davon gegessen? Ja klar, der ist doch, ist doch nur noch abgegriebt. Ja. Sieht man so schlecht, weißt du? Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, da kannst du nicht. Hätte fast ein Ball sein können. Will ich hochgehen? Ja, ich will noch mal gucken, wie spät wir es denn machen. Ja, ist schon spät. Ich guck mal, ich kann sogar raus. Ja, hallo. Ja, ganz ruhig. Willst du nicht mit deinem Sohn zusammen? Ja. Ich bin so traurig. Bitte, hör auf zu menstruieren. Ich menstruiere nicht. Meine Füße sind schon nass. Das ist nicht so angenehm. Wo können wir das Licht ausmachen? Das wäre noch eine Idee, oder? Weiß nicht. Können wir gar nicht. Naja. Oder nicht. Wir haben anscheinend genug Geld dafür. So. So und ich komme. Vor allem, da stehen noch überall Umzugskartons. Vielleicht ist das gerade erst passiert. Vielleicht. Mit dem Umzug zumindest. So, wir müssen ja sicherlich auch Zähne putzen und so. Wenn wir jetzt zu schlafen gehen wollen. Er hat ja gar nichts gegessen. Na, er nicht, ne? Der gute Even. Oh, offensichtlich kann man hier nicht so viel machen. Ja, wer weiß, dafür ist das Licht wenigstens an. Wenigstens ist es. Kann sich wenigstens keiner beschweren. Genau. Ja, dann sagen wir noch gute Nacht oder so. Ja. Hi. Tschüss. Dad, was tust du da? Ich komme mit der Steuerung nicht zurecht. Oh, guck mal, der hat was gemalt. Er hat was gemalt. Oh, bitte den mega Psychologenblick. Ja. Das ist nicht Sean, gesund. Du willst doch nicht wie Jason. So, hier können wir zumachen. Wir lassen den Regen einfach draußen. Er hat sogar einen Indianer-Tipi. Gute Nacht, John. Mein Teddy. Dad, ich hab meinen Teddy nicht. Den kennen wir. Du musst ihn irgendwo im Haus liegen gelassen haben. Hast du denn keine Ahnung, wo er sein könnte? Nein, Dad. Bitte. Ich kann ohne ihn nicht. Tu nicht so, als ob du es nicht wüsstest, Kollege. Okay. Okay, ja. Okay. Ja. In Ordnung. Ich werde mal nachsehen, ob ich ihn finde. Okay? So. Jetzt kommt wieder die typische Adventure-Drama-Musik. Würde diese epische Quest denn schreiten können? Das ist doch schon recht ordentlich, muss ich sagen, für zwei Leute, das Häuschen, in dem man da wohnt, diese Haushälfte. Ja, schon. Also. Doch vergeht die Zeit halt schneller in dem Haus. Na, super. Er als Architekt hat Häuser entworfen, in denen die Zeit sehr langsam vergeht, oder was? Ja, bestimmt. Und guck mal, da scheint sogar ein Schloss dran zu sein, da oben. Eine Kette. Da ist so ein kleines Fahrrad. Da ist Alkohol drin, den er vor seinem Sohn versteckt. Oh yeah. Wir sind halt böse, okay? Badass.